Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Folge von Digimon Red. Es geht weiter endlich. Die letzten Folgen waren wild, ich weiß, von Tod bis Digitationen, bis Tod und wieder Digitationen. Zwischendurch ein bisschen Progress gemacht, nicht in der Story, aber vielleicht ein bisschen am Charakter und so weiter. Ein bisschen was gelernt wieder. Ich habe ja schon gesagt in der letzten Folge, der vorletzten Folge, es ist sehr grindy, das Game. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich jetzt so schlecht bin, spiele oder so anders spiele. Oder dass das normal ist, dass man so lange im Anfanggebiet ist. Weil, ey, meiner Meinung nach habe ich natürlich viele Fehler gemacht, aber ansonsten relativ normal gespielt für einen Neuling. Aber ja, genug der Ausreden. Es war nicht perfekt, ich weiß, aber wir sind jetzt in der letzten Folge zum Schluss noch. Haben wir kleinen Progress gemacht. Sind jetzt eine neue Welt, haben auch einen Kampf gewonnen. Haben natürlich viel einstecken müssen, aber haben es geschafft. Ich hoffe, dass es jetzt weiter wieder bergauf geht. Ja, aber bevor wir weitermachen, habe ich eine Nachricht bekommen. Da will ich kurz reingehen mit euch gemeinsam. Ich weiß gar nicht, hier steht gar nicht was Neues. Ganz oben wahrscheinlich, in den Neuen zuerst. Muss das sein? Auch geht das mit Vimon. Okay. So, Leute, wir haben hier aufgehört. Ich will kurz meine Digimon heilen. Weil, wie gesagt, wir haben beide sehr viel einstecken müssen. Deswegen will ich beide mal heilen, immer ein bisschen. Natürlich nicht viel, was wir haben, aber es muss reichen. So, wir haben kein Pflaster leider, das heißt, er muss ein bisschen weiter verletzt spielen oder kämpfen. Wir sollten aber auch nicht mehr kämpfen, das wäre auch ganz gut eigentlich. Wir sollten nicht kämpfen. Weil, wir können Sachen kaufen hier, cool. Das sollten wir machen. Zwei Automaten direkt. Untersuchen, was hier? Okay, das ist der normale Verkaufsautomat. Da kaufen wir mal direkt ein Pflaster für unser Digimon. Okay, dasselbe. Okay, beide dasselbe einfach. Okay, gut. Dann heilen wir mal, ne? Dann heilen wir mal zur Sicherheit. Besser ist. Ja, du musst es nehmen. Du musst es doch nehmen. Du bist doch krank. Krank nicht, aber verletzt. Hier, gönn dir. Dann bist du wieder nicht verletzt. Sehr schön. Das sind ja keine Gegner, oder? Sind das die Gegner? Nee, das sind ja keine Gegner. Sehr schön. Das heißt, wir können hier schön gechillt rumlaufen, ohne mal Stress zu haben. Das ist auch mal ganz schön, ehrlich gesagt. So, er hat eine Quest für uns. Marine Angemon. Hui, hier ist es schön cool. Ich fühle mich wie ein neues Mon. Okay, mehr nicht? Okay. Check ich noch nicht die Quest, aber vielleicht später. Okay, hier ist sonst nichts mehr, glaube ich. Bedeutet, wir könnten jetzt zwei Wege gehen. Entweder wir gehen hier rechts lang weiter. Oder wir gehen hier links mal gucken, ob hier noch was ist. Oh, das wäre ein Gegner. Wir gehen jetzt mal hier hin, oder? Weil hier scheint auch noch irgendwas zu sein. Bin mir aber nicht sicher. Ja, tatsächlich geht es auch weiter. Okay, tatsächlich zwei Wege. Ah, schwierig. Aber gut, ich freue mich natürlich, ne? Endlich geht es mal ein bisschen weiter. Dann schauen wir mal hier. Können wir mit denen reden, oder was? Eine kurze Erholung im Großstadtdschungel. Wie erfrischend. Okay. Uhu, sieh dir nur das Wasser an, entspann dich, lass deine Sorgen hinter dir. Ja, gerne. Ich habe sehr viele Sorgen bei dem Game aktuell. gut, Leute, dann gehen wir erstmal den Weg, oder? Gucken wir mal, was hier geht. Ich glaube, so weiter wir reingehen, so stärker werden die Digimon, ne? Leider. Ah, okay, hier ist eine Quest. Hier ist auch eine Quest. Das sind alles Quests hier, oder was? Nein. 24, Leute. Und let's go. Tschüss. 24. Okay. Wild. Level 7. Ich will nicht kämpfen. Ich hoffe, ich bin schneller.
Wir können nicht kämpfen, Leute. Wir können nicht kämpfen. Gegen einen vielleicht, ja. Aber nicht gegen mehrere. Wir probieren's. Okay, gegen einen geht's vielleicht. Aber es reicht nicht, oder? Reicht das? Nein, es reicht nicht. Aber Level 20, Leute, ist heftig, glaube ich. Okay, das geht noch. Okay, einer ist okay. Einer ist okay. Verdorbenes Fleisch. Ja, will ich nicht unbedingt. Das habt ihr gut gemacht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Bin sehr, sehr stolz auf euch. Wunderbar. Dann schauen wir wieder rein. Ja, Red Pill kommen wir ziemlich easy. Aber wir wollen mehrere Mann haben. Nee, könnt ihr bleiben eigentlich. Nee. Oh, nice, Leute. Mega Kaputerimon. Wäre auch cool. Haben wir auch viele Sachen bisher. Wäre auch nice. Aber wisst ihr was? Komm, wir kämpfen gegen den. Weil alleine ist der chillig eigentlich. Und wir bekommen da gute Infos. Unsere Digimon. Alleine geht's eigentlich. Ja, obwohl es wird schon ein bisschen enger. Komm, schnell besiegen, nicht so viel Damage kriegen. Oh nein, Leute, komm, 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 komm. Oh, nice, das war klapp. Schwer verletzt natürlich. Jetzt, was ein bisschen ärgerlich ist. Leute, wir können nicht mehr so viel kämpfen. Wir können natürlich ein Pflaster kaufen, ja? Ich glaube, das machen wir auch mal. Teuer, die Pflaster, da so teuer. Ich kaufe mal 2 Stück. Das ist heftig, Leute, das ist zu teuer. Aber was sollen wir machen, ne? Was sollen wir tun? Das ist ja geheilt, sehr schön. Dann gehen wir mal den Weg jetzt. Mal gucken, was hier so geht. Wahrscheinlich sind die Mons auch so stark, oder die Digimon besser gesagt auch so stark, oder? Sehr wahrscheinlich. Oh, shit. Oh, ich bin erschrocken. Habe ich mich verjagt. Oh. Ah, das ist mega Kaputerimon übrigens. Was bist du? Oh nein, der Mensch. Kennst du Graku Vagumon? Ich habe gehört, er lebt hier irgendwo, ja, das kennen wir. Ich habe wie verrückt Löcher gegraben, aber ich kann es nicht finden. Das ganze Gebiet ist voller Löcher, die haben alle ich gegraben. Pass auf, dass du nicht in eins fällst. Oh nee, ne? Boah, wer ist da hinten? Level 20, Leute. Okay, Leute, das ist ein Gebiet, das für ganz später, glaube ich. Okay, Leute, was haben wir gelernt? Was lernen wir daraus? Wir lernen, dass wir hier gut leveln können. Aber wir können hier nicht weiterkommen erstmal. Bedeutet, ich würde eigentlich mal wieder heilen ein bisschen. Oder? Will ich das? Oder gehen wir zurück, Leute? Weil wir kommen eh nicht weiter, glaube ich. Können wir die Map nochmal aufrufen? Ah, hier. Ja, hier ist einiges, ne? An Quest. Aber hier kommen wir nicht weiter, glaube ich. Und ich will jetzt nicht kämpfen, weil ich Angst habe, dass wir dann sterben und wieder verletzt werden. Ja, komm, Leute, wir gehen zurück. Wir gehen zurück. Wir gehen zurück. Ah, okay, gut. Besser ist, Leute, besser ist. Besser ist. Okay, Leute, da sind wir daheim.
So, okay, beide sind da, sehr schön. Das heißt, wir können wieder ein bisschen trainieren. Wir haben wieder ein bisschen Zeit. Haben auch gut Progress gemacht, glaube ich. Zumindest mal die Wege erklommen ein bisschen. Das heißt, wir können mal gucken, was wir jetzt als nächstes angehen wollen. Also hier ist ja klar, Meeremon. Das heißt, wir können auf Stärke gehen bei ihnen weiter. Erstmal. Denke ich. Und bei ihnen weiß ich gar nicht. Also das Kapeterimon wäre gut. Oder Vegeruma. Vegeruma haben wir auch wenig, ne? Haben wir auch wenig. Vielleicht auf Stärke? Oder Ausdauer? Gehen wir auf Ausdauer bei ihnen. Also hier. Stärke und anderes Ausdauer. Let's go. Beide sind geschwächt. Vielleicht bekommen wir jetzt, Vegeruma, Leute. Das wäre natürlich erfreulich, aber mal gucken, ne? Nein, das haben wir nicht. Okay, müde sind sie beide, okay. Und hungrig. Das heißt, ich kann dann nicht wieder, glaube ich, das hier machen. Perfekt, nice, okay, läuft gut. Bin gut dabei, glaube ich. Nice, loben wieder. So, wie alt sind die eigentlich mittlerweile beide? Okay, erst 6, erst 3. Okay, das geht noch. Das war völlig okay. Okay, wir können weiter bei Stärke bleiben bei ihnen. Das ist chillig. Und hier können wir eigentlich... Okay, Vegeruma. Okay. MP haben wir genug anscheinend. Okay. Bleiben wir dabei, ne? Dann bleiben wir dabei erstmal. Das ist chillig. Okay. Das ist ja nice, diese Wundertüte an Items finde ich ja mega nice, ne? Cool, dass wir es entdeckt haben. Leider, wie gesagt, ein bisschen spät, aber wir haben es entdeckt noch, das ist ja schön. Ja. Ganz nice eigentlich. Oh, was passiert? Digitation. Wahrscheinlich Meeremon, oder? Oder Red? Nee, es muss Meeremon sein, oder? Weiß nicht, Leute, ich weiß nicht. Nein, das Vieh. Plurak, mehr oder weniger. Nein. Bertramon. Auch kennen wir noch gar nicht, aber ist cool. Finde ich ganz cool, weil wir das haben noch gar nicht. Deswegen bin ich eigentlich cool damit. Hey, sieht cool aus sogar, oder? Weiß ich eigentlich. Cool. Ja, okay, haben wir bisher gar nicht. Aber nice. Nehmen wir mit. So, hier waren wir nochmal. Ich muss kurz nachdenken, Leute, wieder. Kann ich beide auch Stärke geben, ein bisschen eigentlich. Beide auch Stärke. Und dann gehen wir gleich zur Höhle, Leute, ne? Dann gehen wir gleich zur Höhle, weil wir müssen das nutzen. Wir haben zwei starke Digimon, relativ starke Digimon. Wir müssen das gleich nutzen. Also, Leute, diese Folge könnte echt Progress sein. Ich bin echt guter Dinge. Das wird nice, glaube ich. Das wird nice. Das wird, glaube ich, sehr, sehr nice. Wir haben echte Fleisch, Leute. Wir haben echte Fleisch mittlerweile. Also,
wieder geschwächt. Und dann, Leute, sind wir, glaube ich, jetzt sofort ready für unsere Mission. Noch ein bisschen TP pushen, Leute. Nur ein bisschen. Sicherheit. Dann geht's in die Höhle, Leute. Muss reichen, Leute. Komm, sind ready. Cool, wir können sogar nochmal loben. Das heißt, vielleicht neue Infos bei Bertamon. Nice, Arium. Cool, das ist ja nice. Arero, Vidramon. Nice. Okay. Cool. Sehe ich mich. Und wieder neue Sachen für Vero Garurumon. Okay, läuft gut. Dann, jetzt weiter. Jetzt müssen wir es nutzen, Leute. Jetzt haben wir gerade das Momentum der zwei starken Digimon. Bin mal gespannt, ob wir jetzt durchkommen in die Höhle. Aber ich denke mal schon, oder? Jetzt oder nie, Leute. Wir haben genug Fleisch, wir haben Kloster dabei, wir haben eigentlich alles dabei, was wir so brauchen. Für einen geilen Progress. Ich bin gespannt, Leute. Na, die haben Hunger natürlich, das direkt. Aber kein Problem. Na? Die beiden sind satt. Nice. Okay. Leute, ich bin gespannt jetzt. Die Höhle, ich bin gespannt, was es da erwartet. Weil da wurde uns ja gesagt, dass da zwei starke Digimon sein sollen. Also einige Digimon, sag ich mal. Gucken, ob wir die jetzt ein bisschen herausfordern können. Vielleicht können wir nochmal ein bisschen... Ah ne, wir haben nicht mehr genug Geld. Also wir haben genug Geld, aber nicht mehr viel. Ich will es noch ein bisschen sparen. Okay, Leute, let's go. So, der sollte jetzt chillig werden, glaube ich. Ja, wohl. Geht eigentlich. Ja, gut. So, wir nehmen natürlich jeden Kampf mit, den wir nehmen können, weil alles Erfahrungspunkte und so weiter, ne? Aber natürlich müssen wir aufpassen, weil die dürfen nicht geschwächt sein, ne? Deswegen vielleicht doch nicht jeden Kampf mitnehmen. Aber viele. So, wir sneaken uns mal durch. Zumindest probiere ich das mal. Nein, nicht gegen drei, Leute, nicht gegen drei, obwohl... Okay, drei könnte heftig werden, aber die sind nicht so stark, ne? Shit. Okay, drei ist heftig. Holy shit. Nein, das ist dumm. Ich hoffe, er stirbt jetzt nicht, Leute. Und RIP. Perfekt. Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott. Oh Leute, das kann nicht sein. Wie stark sind die denn hier? Na gut, ich gab auch ordentlich Geld dafür. Ich will jetzt, haben wir ein Item? Also haben wir ein Pflaster dabei? Tatsächlich, nice. Okay.
Das könnte uns retten. Das könnte uns tatsächlich retten. Natürlich haben wir jetzt keine. Haben wir jetzt wenig. Heilung dabei. Aber es sollte reichen. Hoffentlich. Okay, gut, es muss reichen, es muss reichen. Crazy, wie stark die sind. Crazy, wirklich verrückt. Diese Reds sind stark, also da sollten wir aufpassen, dass wir die nicht so oft begegnen. Okay, Renamon haben wir dabei. Also das ist hier. Ein menschlicher Zähmer, wie sammelst du Zutaten? Ist Digimon eine Lieblingszutat? Hast du mehr davon, kannst du mehr Digimon-Freunde zufriedenstellen, okay? Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich habe mit dem Training zu tun, wir sehen uns. Okay, jetzt einfach ein Tipp wahrscheinlich. Ich gehe straight in die Höhle rein, ne? Oben ist auch noch ein Weg, den gehen wir später. Nein! Alter, wie schnell sind die? Wie stark sind die? Können wir die besiegen? Oder sind wir komplett drin? Nee, die sind schwach. Die sind schwach. Krass. Relativ schwach. Ah, shit. Ah, wir sind beweglich. Die sind schnell, aber. Komm, kill ihn. Okay, die sind relativ schwach, aber. Oh, Heilung. Nice. Hat die gut gemacht, ja. Was natürlich wieder. Er ist schon wieder verletzt. Er ist schon wieder verletzt. Kann nicht sein, Leute. Das kann nicht sein. Agunimon. Keine Ahnung. Und hier haben wir. Okay, bleibt dabei. Ja, okay, gut. Wir gehen mal kurz rein, Lua mal, ne? Kann sein, dass wir vielleicht zurückgehen müssten. Weil, wieder verletzt, ne? Ah, Items können wir kaufen, mega. Oh Gott, dunkle Argumons. Shit. Glaube, Leute, ich glaube, ich habe was gesehen gerade. Wir gehen gleich hin, wir gucken gleich mal. Hier hinten ist, glaube ich, eines meiner Lieblings-Digimon. Steht da, glaube ich. Wir schauen mal. Ist das Divimon? Leute, ist das Divimon? Könnte Divimon sein, oder? Nein, ist nicht Divimon, sonst aus. Okay, dann doch nicht. Stinkmon. Ich bin Stinkmon, ich habe dir im Moment nichts zu sagen. Okay, wieder eine Quest, irgendwie eine geheimnisvolle Quest. Crazy, mal gucken, wie stark die Gegner hier sind, ne? Ah, shit, die muss auf Toilette, weil da vorne war eine Toilette, glaube ich, am Anfang. Gehen wir kurz zurück, bevor wir jetzt die Toilette verschwenden, weil so weit ist es ja nicht. Dann geht's weiter. Da ist auch ein Ausrufezeichen. Mal gucken, ob wir da jetzt hinkommen, direkt. Ah, okay. Oh, shit. Level 26, Leute. Da kommen wir nie und nimmer hin, Leute. Never kommen wir da hin. Oh, shit. Oh. Leute, ich dachte, hier wären Gegner. Ich bin gerade gestorben. Komm, lass schlafen gehen. Holy shit, Leute. WTF. WTF.
Ich bin so schreckhaft, Leute. Ich bin so schreckhaft. Das ist ein bisschen traurig. Sorry, dafür ist auch ein bisschen peinlich. Wir wollen beide natürlich füttern. Trau mich nicht hin, Leute. Ich habe Angst, dass wir uns, dass wir hier was triggern. Oh mein Gott, schnell weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen fliehen. Wir müssen fliehen, Leute. Rückzug. Oh. Puh. Das war... egal, lass mich drüber reden. Holy shit. Cool ist gestorben. Wir müssen direkt straight durch. Okay, wir können da nicht hingehen. Zum Ausrufezeichen. Erstmal nicht. Ach so, hier vorne ist Argumon, ne? Schwarzer Argumon. Da gehen wir kurz hin. Vielleicht schaffen wir es da an. Ah, ist doch ein Weg denn übrigens. WTF, Junge, WTF. Ist der Mensch da... Ist der Mensch da, Blackie? Sieht so aus. Black Saurus, ich hatte mir gedacht, dass er jetzt kommen würde. Hey, Mensch, das ist Cap Mod. Ja, okay. Dieser Ort war früher eine Piratenwerk-Versteck. Ja, kann man sehen. Jetzt deuten nur noch verlassene Schiffe auf sie hin. Du kannst den Schiffen und den Brücken folgen und ein Gebiet im Norden erreichen. Um ehrlich zu sein, waren wir Piratenlehrlinge, aber die zogen aber ab, bevor wir echte Piraten wurden. Jetzt haben wir das Ziel, die Stärksten von allen zu werden. Da haben wir gewartet auf dich. Wenn wir deine Kombination besiegen, sind wir berühmt. Genau, tut mir leid, dass du... Oh nein, ich will nicht kämpfen. Das ist aber mies, ne? Kann man vorher mal sagen, dass es ein Kampf wird. Die werden wir nie besiegen, Level 20. Ja, was soll das? Na gut. Können wir direkt fliehen? Ja, können wir gar nicht. Ja gut. Na ja, gut, Leute. Kann nichts machen, weil... Woher soll man das wissen, ne? Dass das jetzt ein Kampf wird, den man nicht ausweichen kann. Ja gut. Ja, nice. Perfekt. Alter, das ist nervig. Also das nervt mich. Sowas finde ich nicht cool. Dann fragt vorher halt, ob ich kämpfen will oder nicht. Also das ist nervig. Ja, okay. Ja, okay. Gut. Ey, Leute, keine machen, wie gesagt. Da fand ich ein bisschen doof vom Spiel gemacht jetzt. Weil da hätte man vorher fragen können, ne? Also ja, nein, so. Auswahl machen können. So, willst du kämpfen oder willst du nicht kämpfen? Ja gut, ne? Kann ich ja nichts machen, großartig, ne? Kann ich jetzt auch nicht großartig was machen. Also ihr seht selber, ne? Bei den ganzen krassen Gebieten kommen wir gar nicht weiter. Wir müssen was machen. Wir müssen mehr trainieren, ne? Mit weniger. Trainieren können wir jetzt nicht mehr großartig, weil beide verletzt sind. Bedeutet, wir können nicht beide trainieren. Ja, gut. Wie alt sind die jetzt beide? 7 und 4, okay. Na gut. Wir könnten natürlich was kaufen, ne? Wie viel Geld haben wir? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Vielleicht was kaufen können. Das reicht nicht. Ah, Leute, es ist, was soll ich sagen? Es ist, schwierig, schwierig. Ja, wir können nur ausgleichen, ne? Wir können uns nur ausruhen, weil wir können nicht trainieren. Wenn die trainieren, sterben die vielleicht. Will ich ja nicht. Ich kann nur hoffen, dass sie dich ausruhen gleich. So, dass sie sich erholen von den Verletzungen.
Oh Leute, es nervt mich ein bisschen, dass sie immer verletzt sind und krank sind. Das ist ja, weiß ich nicht. Man kann ja nichts machen. Man kann nur gucken. Man kann halt nur zugucken irgendwie, ne? Mehr nicht. Okay, beide vielleicht egal, Leute. Ich kaufe jetzt was, das bringt halt nichts. Kommen wir halt nicht weiter. Weil, ey, würde ich allein spielen? Ohne Let's Play? Was langweilig wäre für mich. Würde ich, glaube ich, einfach das aussitzen, ne? Aber wir machen jetzt Let's Play hier und da will ich auch was zeigen, Leute. Das ganze Tag nur ausruhen klicken ist ein bisschen langweilig. Da müssen wir halt ein bisschen kämpfen und ein bisschen Geld verdienen. Und uns dann gleich die Pflaster kaufen wieder. Und da müssen wir halt leveln, Leute. Das bringt ja nichts. Wir kommen mal nicht weiter bei den Gegnern. Ihr seht selber. Die sind halt zu stark. Und mit 20. Die Argumon verlieren wir. Was sollen wir machen? Was soll ich gegen Argumon tun? Keine Chance. Es ist nicht machbar. Deswegen, Leute, ne? Bitte nehmt mir das nicht übel. Ich versuche hier halt wirklich gut zu spielen, aber es ist echt nicht so einfach. Aber ich find's ja geil, ne? Ich find's ja geil, dass es so Challenge ist, dass es nicht so einfach ist wie zum Beispiel Pokémon. Ne? Ich find's ja geil, ne? Irgendwo. Versteht mich da nicht falsch. Und ist das gekauft, haben wir nicht, weil wir genug. Ah, nein! Oh, Leute. Weil wir voll sind, ne? Weil wir voll sind. Wir müssen mal alles ablegen, so was wir nicht brauchen. Ja, Leute, ne, es ist, wie sagt man, es ist natürlich, ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich wollte irgendwas sagen, ich hab's vergessen. Ich wollte irgendwas sagen, aber ich hab's vergessen. Wir müssen jetzt Sachen ablegen, einige. Am besten so viele wie möglich. So, was brauchen wir nicht? Also das brauchen wir erstmal nicht. Die Pilze behalte ich mal, das brauchen wir erstmal nicht. Ich behalte das auch nicht. Auch weg erstmal. Das Fleisch kann weg, glaube ich. Das kann weg. Zwiebel kann weg. Okay, dann werden einige Plätze frei. Ich will... Kann ich das verkaufen auch eigentlich? Kaufen tatsächlich, nice. Oh, nice. Das gibt's da richtig viel Cash. Okay, dann kaufen wir mal 80. Also, dass wir 800 bekommen. Dann können wir jetzt ein paar Pflaster kaufen, Leute. Und dann können wir uns halt... Ja, können wir wenigstens mal wieder ein bisschen trainieren, ne? Und dann hoffentlich gleich wieder digitieren. Trainieren und digitieren, Leute. Das ist das Motto. ja, so dass wir dann endlich mal weiterkommen. Ne? Also wir haben, klar, haben wir die Wege jetzt gesehen. Das ist sehr schön. Mal gucken, wo es hingeht und so weiter. Also wir kommen definitiv weiter, aber wir können halt nicht bestehen. Wisst ihr, wie ich meine? Wir sind ja so stark, Leute. Level 20. Also wenn es ein Level 20er Argumon komplett aus dem Leben heißt, dann heißt das schon einiges. Dann haben wir ja keine Chance so richtig. Zumindest noch nicht. Aber. Ja, gehört wahrscheinlich doch irgendwie zu, ne? So, Dankeschön, ihr seid wieder gesund. Sehr schön, das freut mich doch. Das heißt, wir können wenigstens mal wieder trainieren. Und das ist, ja, wie gesagt, zumindest mal etwas. Ja, besser als gar nichts, ne? Besser als nichts tun die ganze Zeit. Vielleicht können wir die ja digitieren, wie gesagt. Können wir mal gucken. Also hier ist noch relativ wenig, ne? Wie gesagt.
Also ey, das wird jetzt auch nicht gehen, oder? Weil Schlüsseldigitation ist ja Kaputerimon. Haben wir ja nicht. Wir sind Yukumon. Das heißt, das wird ja auch nicht gehen. Übrigens. Mal so erwähnt. Okay, gut. Verstehe, ich verstehe, Leute. So, wir haben noch relativ früh. Das heißt, wir können doch trainieren gehen. Ach, das übliche halt, ne? Egal erstmal, weil wir eh noch nicht viel Infos haben. Andi, wir wollen rausgehen und dann essen. Ah, hier, Garudamon, das eine Digimon, was wir da auch haben, was wir bekämpfen müssen. Das ist natürlich nice, das würde, glaube ich, gehen sogar, weil ich glaube, das Birdramon wird dann zu Garudamon. Könnte ich mir vorstellen, zumindest. Und wir haben hier Dumon. Vielleicht können wir das hier machen. Mal gucken. Mal gucken. Hallo? Okay, ich dachte gerade, hä? Passiert gar nichts, okay? Müde. Keiner gestorben. Sehr schön. Das freut mich schon mal sehr. Ehrlich gesagt, das macht mich sehr, sehr glücklich. Okay, weiter geht's. Ist ja komisch auch, dass wir uns bei uns keine Level stehen. Bei uns stehen da keine Level, glaube ich. Oder habe ich das übersehen? So, dass wir sehen könnten, ah, unser Digimon ist so ein Level und so. Das kann man hier, glaube ich, gar nicht gucken, großartig. Oder ich habe es einfach noch übersehen, ne? Das kann auch sein. Das heißt, wir müssen aber nach Gefühl gehen, ne? Ein bisschen nach Gefühl gehen. Weil wir können ja mal gucken. Zustand. Feuer, Alter, Gewicht, ja, mehr haben wir eigentlich nicht. TP, MP. So, wir können mal eine Attacke hinzufügen, ne? Ah, okay, das macht natürlich auch Sinn, hätte ich auch mal vorher gucken können. Perfekt. Perfekt. Oh, shit. Gut.
Okay, neue Infos. Nice, 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 nice. Ja, aber nichts Besonderes, ne? Nicht viel leider. Deswegen können wir da gar nicht viel mit anfangen bisher. Also noch nicht. Leider. Nice, wir haben Level abbekommen. Cool. Werden wir gleich mal gucken. Was wir uns dann holen können. So, wir schauen mal. Selber. Wir haben 7 Punkte. Das reicht hierfür nicht. Und hierfür auch nicht. Das heißt, ich würde gegebenenfalls... Oh, das ist auch nice, ne? Attribute werden bei Digitation von Partnern erhöht. Ja, ich spare nochmal. Ich glaube, ich spare nochmal ein bisschen. Weil, ja, besser ist, ne? Besser ist. Shit. Es könnte sein, Leute, es könnte sein, dass gleich unser schönes Digimon wieder stirbt. Könnte sein, es könnte sein. Neun Tage ist alt, ja. Das bekommen wir ja nicht. Unmöglich. Unmöglich, dass wir das bekommen. Kapitärium haben wir ja nicht. Und da waren wir zu wenig, ne? Da waren wir zu wenig. Shit, Leute, shit. Leute, ich werde, glaube ich, nochmal kurz was machen. Also wir werden jetzt... Ah, hier, nice. Kommt mir gelegen eigentlich. Wir werden jetzt mal pushen in den TP reingehen. Voller TP-Push. Ja, meine geschwächt schon wieder. Und dann werden wir gleich nochmal rausgehen und mal gucken, ob wir da noch irgendwas machen können. Irgendwas. Aber beide sind müde. Es kann sein, dass jetzt stirbt, Leute. Bitte nicht. Bitte nicht. Überleben noch einen Tag. Das wäre schön. Einen Tag noch. Es überlebt noch einen Tag. Nice. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Hast
Nein, keine Infos bekommen. Shit. Shit, 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 shit. Beide relativ alt schon, ne? Level, Tag 6, Tag 9. Also beide schon relativ am Limit. Limit nicht, aber zumindest mal älter geworden. Wo es gefährlich wird. Allmählich. Hier haben wir gar nichts, hier haben wir wirklich gar nichts. Es ist heftig. Hier haben wir nichts. Das ist wirklich bitter. Okay, gib neue Infos. Nice. Einige, glaube ich. Einige neue Infos. Na, hier leider nicht so viel. Hier, ja, gar nicht mehr so schlecht. Aber dafür brauchen wir natürlich Vidramon. Macht Sinn. Also, es muss, glaube ich, das sein hier. Ist, glaube ich, das hier. Oder? Oder das hier, ne? Agunimon. Kann natürlich auch sein, dass es das hier ist. Naja, mal gucken. Vegagamuron ist wieder sehr nah dran, aber es fehlt, glaube ich, wieder einiges. Also ein bisschen was. Shit. Okay, dann nochmal weiter. Nein, jetzt hier digitiert, ne? Okay, wäre, ey, ist das hier wäre Geruhmann oder was? Das wäre insane. Nein, hä? Okay, Leute. Okay, warte. Das ist interessant, weil das bedeutet, boah, wie groß er ist, das bedeutet, dass wir doch kein, also, dass man doch kein Kaputerium braucht dafür, also, das ist dann doch scheißegal. Also, das hier meine ich, wo steht, das und diese Schlüsseldigitation ist eigentlich völlig egal dann. Okay? Aber warum denn, ne? Das verstehe ich gar nicht. Oder weil wir den schon mal hatten, kann das sein? Ich verstehe das nicht so ganz, muss ich sagen, ehrlich gesagt. Wieso das so ist? Vielleicht kann man nochmal fragen, warte mal, vielleicht kann man nochmal jetzt fragen, bei den, oh, wie groß er ist. Heftig. Man sieht gar nichts mehr, die ganze Cam ist. Ausführen, Kampftaktiken, nee. Spielgeschwindigkeit. Nee, eigentlich suche ich die Digitation dann irgendwie, aber. Na gut, das ist dasselbe, das kennen wir schon. Das kennen wir schon. Ah, da vielleicht. Gucken wir mal. Kommen wir zu den Digitationsstufen. Je älter dein Partner wird, desto größer ist die Chance, dass er zu einer höheren Stufe digitiert. Älter? Auch Alter spielt eine Rolle, oder was? Okay, I see. Die Stufen sind im Training
im Training 2, Anfänger, Champion und Ultimativ und vielleicht höher. Sobald dein Partner eine bestimmte Zeit lang gelebt hat, wird sich seine Gelegenheitsduplikation ergeben. Ach so, man muss also die Punkte finden, also erreichen, und dann wird es automatisch getriggert, okay, wenn man genug hat. Okay, Leute, okay, das ist interessant. Für die Duplikation sind einige Faktoren ausschlaggebend, hohe Attributwerte, Trainingsversagen und Gewichtsdisziplin. Für jedes Digimon gelten unterschiedliche Voraussetzungen. Sieh dir im Digi-Weiß die Geschichte deines Partners an. Okay, das kann man... Ah, okay. Zuerst sind die Bedingungen werden mit der Zeit besser erkennbar. Wenn ein Digimon digitiert, erhöht sich sein Leben. Eine höhere Digitationsstufe ist auch stärker im Kampf. Versuche, deinen Partner zu höheren Stufen zu digitieren zu lassen. Okay, Leute. Ey, okay. Ich verstehe jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr. Das heißt, wenn wir jetzt hier eine 6 haben und ihr bald ein bisschen älter wird, dann wird es automatisch getriggert, oder was? So habe ich das jetzt verstanden, Leute. Okay, das ist interessant. Das ist interessant, wirklich. Okay, das heißt, wir müssen auf MP gehen, oder was? Wir haben noch gar nichts. Krass, okay, das ist natürlich jetzt sehr stark, ne? Crazy. Zynisch. Okay. Das heißt natürlich, Leute, wir sind ready to go, wir kämpfen, ne? Wir haben ein Ultimativ-Digimon, oder? Jetzt muss Ultimativ sein, eigentlich. Warte. Ultimativ. Nice. Leute, wir können. Ah, wir haben keine neuen Attacken leider. Okay, gut. Okay, was will ich eigentlich machen? Was soll ich machen? Ne, wir gehen straight hin, oder? Komm, wir gehen straight hin. Wir sind jetzt sowas von ready. Wir müssen das jetzt nutzen, Leute. Und das Erste, was wir probieren jetzt, mal gegen den umzukämpfen, oder? Weil den sollten wir doch eigentlich besiegen können jetzt, oder? Was meint ihr? Muss, oder? Wir haben so viel trainiert, wir haben Ultimativ. Wenn das jetzt immer noch nicht reicht, Leute, dann weiß ich auch nicht. Es muss reichen. Wir probieren's. Ich bin gespannt. Ich bin auch aufgeregt, ein bisschen. Ah, okay. Es könnte reichen, Leute. Es sieht gut aus. Okay. Nice, okay. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Er ist vergiftet. Aber es ist natürlich eng. Es wird eng, glaube ich. Aber nice, ich hab's jetzt ein bisschen mehr gecheckt. Das freut mich. Nice, wir können ihn besiegen. Wir werden ihn besiegen. Nice, Leute, wir sind OP. Krass. Okay, 900 haben wir dafür bekommen. Das ist heftig. Insane. Holy shit, okay. Ich verstehe nicht, was mit Schlüsselpunkte gemeint ist. Ist das damit gemeint, dass man hier rechts oben davon 6 haben muss, oder was? So 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das kann natürlich sein. Krass. Kennt Taurosmon? Crazy. Okay, wir haben 1 schon freigeschaltet. Aber das Blöde ist halt, wir sind ein bisschen geschwächt. Können wir uns heilen? Heilungsdisk, haben wir 6 Stück. Okay, wir gehen rein. Okay, Leute, wir nutzen das jetzt. Wir gehen jetzt voll straight up zu diesen, Garurumon, hieß das, glaube ich. Zu diesem Flieger-Digimon, ihr wisst, was ich meine. Jetzt müssen wir ihn besiegen, oder? Bin mir nicht sicher, aber wir probieren es. Wir probieren es natürlich.
Wäre natürlich cool, wenn wir bei zwei Digimon auf Ultimativ haben. Das ist natürlich der Goat, das Goat-Level. Aber mal gucken. Wollen wir nicht übertreiben, ne? Wollen wir nicht gierig werden. Aber cool, dass es jetzt schon mal geklappt hat. Wieder mal mit einer ultimative Stufe. Das ist sehr schön. So, Heilungsdisk kostet 300. Braucht natürlich ein bisschen mehr. Weil unsere Digimon relativ geschwächt sind und wir wollen da komplett insane reingehen. Komplett geheilt, meine ich. Besser gesagt. Okay. Sieht gut aus. Leute, reichen. Okay, let's go, Leute. Ich bin gespannt, wie es wird. Es könnte natürlich kompletter Fail werden oder komplette Neißigkeit. Aber mal gucken. Und nehmen wir mit. Ich bin mega gespannt, Leute. Ich bin aufgeregt. Ihr merkt, ich bin ein bisschen ruhiger wieder. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Ah, wir haben einen Flieger-Digimon, ne? Vielleicht können wir jetzt die Quest erledigen. Weil ich weiß ja nicht, wie das genau gemeint war, wie schon gesagt. Ne? Kann natürlich sein, dass das anders gemeint ist. Aber wir können es mal probieren. Ah nee, okay, das ist wahrscheinlich anders gemeint. Gut, dann verstehe ich. Okay, dann let's go, Leute, let's go. Schauen wir mal, wie das wird. Wir können noch ein bisschen mehr trainieren, ich weiß, Leute. Wir können noch ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Gehen wir mal. Ja, mal gucken. Auf Nummer sicher gehen, weil jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit, ne? Also, Kaputerimon wird jetzt ein bisschen länger leben. Und. Das andere Digimon auch, deswegen eigentlich chillig. Gucken wir, ob wir die besiegen können. Mittlerweile relativ chillig. Okay, auch die haben auch relativ. Nee, ihr seht selber, ne? Auch die sind schon schwierig. Na, okay, geht. Geht. Nice. Vielleicht sollten wir hier noch ein bisschen weitermachen, ein bisschen leveln, weil die sind schon ein bisschen stärker und die können wir jetzt relativ easy wegklatschen, sag ich mal. Ohne dass wir große Probleme kriegen. Könnte ja gut sein, wir können auch ein bisschen Geld farmen, Pflaster bekommen wir dadurch. Ja, mal gucken. Boah, wieder Pflaster, Leute. Oh, nice, Leute. Nice, nice, nice. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Level 5. Level 5. Ein bisschen ein höher als die anderen bisher. Aber reicht auch nicht. Reicht auch nicht. Hey Leute, es läuft gut, ich bin zufrieden. Jetzt war, also ich sag mal so. Ja, warte, ich besiege noch einen schnell, dann werde ich weiter reden. Es war ein guter Start, glaube ich, ein gutes Ende für diese Folge, würde ich mit sagen. Weil wir haben jetzt noch mal die Kurve gekriegt, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Wir sind gut dabei. Und das kann doch gut so in der nächsten Folge gehen. Also nächste Folge dann gegen das ultimative Pokémon, was fliegen kann. Mal gucken, wie das dann wird. Wir haben jetzt eins auf Ultimativ, das andere ist auch nah dran am ultimativen Digimon. Also wir haben wieder ein bisschen die Kurve gekriegt, ne? Also sehr nice.
Leute, wieder herzlichen Dank dafür, dass ihr wieder bei dieser wunderschönen Stunde dabei wart. Ich hoffe, euch macht das Spaß. Mir macht das sehr viel Spaß. Es ist sehr chillig natürlich, auch manchmal ein bisschen fordernd, aber so soll es auch sein. Es ist eine gute Mischung bisher, eine gute Balance. Und ich glaube, wir kommen da gut durch bisher. So mittel, sagen wir mal. Betreiben wir es mal nicht. Aber das Gute oder das Wichtige ist halt, Leute, dass es Spaß macht. Ne? Es macht trotzdem Spaß, obwohl man hier manchmal ein bisschen struggelt. Aber das gehört dazu. Wie gesagt, gute Balance bisher. Ja, Leute, danke fürs Dabeisein auch. Und danke fürs Liken, wie immer. Ne? Danke fürs Kommentieren. Das ist sehr, sehr nett. Das ist sehr zu schätzen, wirklich. Ich sage das immer wieder gerne, weil es mir wichtig ist. Und ich hoffe einfach, euch gefällt das. Lasst ein gerne Like da, wenn das euch gefallen hat. Oder abonniert den Channel, wenn ihr denkt, ey, da will ich nichts verpassen, da bleibe ich dabei. Dann macht das gerne, Leute. Ansonsten bleibt einfach so dabei. Freut mich auch, wenn ihr einfach dabei seid, wie gesagt. Und ja, der Rest ist euch belassen. Ich wünsche euch aber jetzt noch einen schönen Tag, Leute. Macht was draus. Ich hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter mit Digimon World. Und wir schauen mal, wie wir dann performen werden gegen das eine Digimon. Ich kenne den Namen jetzt leider nicht mehr. Und dann schauen wir mal, Leute. Ne? In diesem Sinne, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao.